Fahrradbumping. Fahrradbumping. Hast du beim Fahrradfahren eine Brille, Mehmet? Nö. Nein, dann brauchst du sie jetzt auch nicht. Ui. Fahrradfahren könnt ihr, oder? Also ich weiß ja, Fußballer haben eine Inselbegabung. Manche können nicht schwimmen und so. Fahrradfahren ist... Aber müsst ihr gleich mit sowas anfangen. Ja, natürlich. Fahrradfahren ist kein... Wir haben doch auch... Ihr dürft aufstehen. Okay. Und mitkommen. Das hat dieser Abend so in sich, dass man sich auch von A nach B begibt. Und, ja, aber der Sattel ist höher. Das ist Markus nochmal. Gell? Das ist sehr lustig. Ja, ja. Ja, lass ihn tief sitzen, das passt. Der hält es aus. Das finde ich gut. Ich möchte euch beide auf diesem Sattel mal sehen. Einfach mal draufsetzen, bitte, ob das passt. Ihr müsst ja nicht fahren. Was wollt ihr denn? Ihr müsst ja nicht fahren, sondern ihr müsst Folgendes machen. Ihr müsst auf dem Fahrrad sitzend oder stehend, insofern Sattel ist völlig egal, mit dem Vorderrad so oft wie möglich diesen Kontakt auslösen. Fahrradbumping. Also einfach nur mit den Händen den Lenker hochziehen. Ja, aber dann müssten wir eigentlich mit dem Sattel. Naja, den machen wir schon runter, das kriegen wir hin. Lass mich kurz erst erklären, um wie viele Sekunden es geht. 30 Sekunden. Wer in 30 Sekunden mehr Kontaktanschläge schafft, der hat den ersten Durchgang gewonnen. Und das Spiel hat derjenige gewonnen, der als erstes zwei Durchgänge hat. Also best of three. Das ist erfolgreich. Sehr gut. Riesenapplaus für Felix, danke. Reicht das so, Mehmet? Setz dich mal hin. Das ist sogar ein Stützblock. Ihr fallt nicht um. Ist alles gut? Da geht gar nichts bei mir. Doch. Das andere Füßchen drauf. Und dann einfach. Oder du stellst dich hin. Oder du stellst dich hin. Und jetzt hochziehen. Ne? Und dann da oben dran. Bis nach ganz oben. Pass auf. Ich sage, wann es losgeht. Und dann haut ihr rein. Warte. Ja. Koordination 1. Es geht los, jawohl. In 3, 2, 1, go! Das berühmte Spiel Nummer 1, wo es nur in Anführungszeichen um einen Punkt geht. Und wir schauen schon hier mal auf Mehmet Scholl, der seine Probleme hat. Markus Babbel auf der anderen Seite. Ja, die Frequenz ist jetzt nicht allzu hoch. Aber wir werden natürlich sehen, was auf der anderen Seite los ist. Nämlich nicht viel. Mehmet Scholl mit nur einem einzigen Treffer und auf der anderen Seite 14 gleich 15. Mehmet hadert mit dem Wettkampfgerät. Da wird nichts mehr gehen. Erster Durchgang, jetzt vorbei. Erster Durchgang ist vorbei. Markus hat gewonnen. Den ersten Durchgang. Das ist dein Applaus, Markus. Mehmet. Ja, meine Kette ist draußen. Die Kette ist aber gar nicht so schlimm. Du hast es ja auch so ganz gut. Du weißt ja, es geht um Lenker. Da kann ich ja gleich arbeiten gehen. Ja, das darfst du noch einmal. Und das ist ja auch nur Spiel 1, Mehmet. Du weißt ja, es wird ja hinten erst interessant. Aber dieser eine Punkt, Ron weiß das, ne? Der kann am Ende natürlich auch entscheidend sein. Seid ihr bereit für den zweiten Durchgang? Markus führt mit einem Durchgang zu null. Und zwei muss man ja gewinnen. Best of three. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Hochreißen! Wir schauen hin, wir schauen auf die Technik der beiden. Da erkennen wir große Unterschiede. Und wenn wir auf den Spielstand schauen, dann wird es hier wohl keine große Überraschung mehr geben. Ja, es sei denn, da kommt Markus vielleicht da drüben mal aus dem Ständer raus, denn der haut dort richtig rein. Ja, der schlägt oben richtig gegen den Anschlag. Ja, Mehmet hadert, der lässt ihn jetzt einfach hier durch. Der wartet darauf, dass die Sekunden runterlaufen und hofft, dass dieser eine Punkt am Ende nicht entscheidend wird. Denn der eine Punkt geht an Markus Babbel. Und das ist der erste Punkt für Markus Babbel.